Am Landgericht in Traunstein begann am Donnerstag ein Mordprozess gegen einen 21-Jährigen, der im Oktober vor einem Jahr eine 23-jährige Studentin in Aschau im Chiemgau ermordet haben soll. Die junge Frau befand sich auf dem Heimweg nach einem Clubbesuch. Auch die Eltern der Ermordeten waren am ersten Verhandlungstag anwesend. Also die Eltern erwarten sich, was sich wahrscheinlich jeder vorstellen kann, der selber Kinder hat, dass die einfach Klarheit darüber bekommen, wie haben die letzten Sekunden des Lebens ihrer Tochter ausgesehen. Das ist, glaube ich, so das Ziel. Ob dieses Ziel erreicht werden wird oder ob dieser Wunsch, den die Eltern haben, erfüllt wird, wird sich zeigen. Es hängt davon ab, inwieweit der Angeklagte dann letztendlich sprechen wird oder nicht. Der Beschuldigte schweigt bisher. Am ersten Verhandlungstag in Traunstein nahm weder er noch sein Anwalt Stellung zu den Vorwürfen. Also das ist jetzt noch ein bisschen zu früh. Wir werden dann entscheiden, welche Erklärung abgegeben wird oder auch keine. Die Verhandlung ist für insgesamt 28 Tage angesetzt. Erst kurz vor Weihnachten soll ein Urteil erfolgen. Dem Angeklagten wird ein Mord zur Last gelegt. Es gibt keine unmittelbaren Tatzeugen. Insoweit ist es erforderlich, dass der gesamte Sachverhalt im Rahmen der Hauptverhandlung aufgeklärt wird. Insoweit müssen sämtliche verfügbaren Zeugen zum Tattag, zum Umfeld gehört werden, deswegen über 60 Zeugen geladen wurden und auf 7 Sachverständige.